wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmerin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmerins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich. Dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zork. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten doch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee.
Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Bei Maya, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Zieht, ihr Halunken! Já to, když tady nerozpoznám, kdo je zlej a kdo ne. Ty vole. Hopla. Počkej, první porazím ty bez toho. Bez štítu. Jsou celkem lehce porazitelní. Jo. To magic mi svítí úplně červeně, ty vole. Stojí to za to. Jak říkám, první bez toho, bez štítu a pak teprve můžeme začít něco s těma štítama. Hezky. 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 Někdo tu je, tam je. Už nebude. Už nebude. Jak říkám. Tak, udělali jsme si z nich snídaní. Jak bylo řečeno. Počkej, Geralt to zvládne o něco rychleji, dívej. Hopla. Super. Warum kommen Sie nicht heraus? Ihr habt sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer! Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier.
Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Versucht haben es viele, aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Na, nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Tak si vždy podíval, ty vole. To mi vždycky zabil. Au. Oh.
A, ještě si přepamatuju, co je, jo. To bude rychlý, to bude rychlý. Do Říma. Můžeme? Hoříš, příteli, zhořel jsi. No? No co, přijedu, tak... Meine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Dámy a pánové, tady to pro dnešek ukončím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé shledání a uvidíme se u další části na hru Zaklínač 3, divoký hon. Srdce z kamene už asi vejze. Uvidí nějak krvi, jo? Uvidí nějak krvičce. Tak lidi, zatím adios, amigos.